Frankreich unter Schock. In dieser jüdischen Schule in Toulouse erschießt ein Unbekannter 4 Menschen, darunter 3 Kinder. Ein 17-jähriger Jugendlicher wird schwer verletzt. Unter den Toten sind ein Religionslehrer und seine beiden Kinder. Als ich ankam, waren gerade mehrere Schüsse gefallen. Es war das Chaos zum Unterrichtsbeginn. Alle Kinder kamen gerade in Autos an und gingen in die Schule rein. Laut Polizei schießt der Täter zunächst vor dem Schulgebäude mit einer 9mm-Waffe auf einen Mann. Dann stellt der Unbekannte seinen Motorroller ab, geht auf das Schulgelände und feuert mit einer Waffe des Kalibers 11,43 mm. Mit diesem Kaliber wurden in den vergangenen Tagen bereits 3 französische Fallschirmjäger erschossen, in Toulouse und im 50 Kilometer entfernten Montauban. Antiterrorermittler übernehmen die Untersuchungen.